Über die Situation in der Ukraine und auch über weitere Unterstützung möchten wir sprechen. Michael Roth von der SPD und auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses ist bei uns. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Guten Morgen, Herr Roth. Ja, guten Morgen, Frau Wurzbach. Guten Morgen, Herr Hedler. Lassen Sie uns als allererstes einmal auf die Ukraine selbst schauen. Immer mehr Meldungen über Erfolge, Teilerfolge der ukrainischen Truppen. Ist das eine Überraschung jetzt auch für Sie gewesen, nachdem wir den Kriegsverlauf die letzten 6 Monate beobachtet haben? Wie viele andere Menschen auch, habe ich mir das natürlich gewünscht. Und dass jetzt wirklich Anlass zu großer Hoffnung besteht, dass die Ukraine diesen furchtbaren russischen Krieg zu gewinnen vermag, als freies demokratisches Land unter Wahrung ihrer territorialen Integrität. Das liegt vor allem natürlich an dieser unwahrscheinlichen Kampfkraft, an der Geschlossenheit der Bevölkerung, die auch ihre Soldatinnen und Soldaten unterstützen, liegt aber natürlich auch an der Unterstützung, die wir aus dem Westen geleistet haben. Und wir haben uns eben nicht in irgendeiner Weise ängstigen lassen von den permanenten Drohungen vom Diktator Putin. Aber Herr Roth, würden Sie jetzt bereits schon von einer Wende sprechen oder ist das noch viel zu früh? Wir haben es ja mit einem skrupellosen Regime in Moskau zu tun. Wir erleben ja auch bei den jetzt von der Ukraine befreiten Gebieten, dass sich ein Kriegsverbrechen an das andere reiht. Das heißt, ich befürchte natürlich nach wie vor, dass Putin mit aller Brutalität zurückschlagen wird. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt die Ukraine weiter unterstützen, dass sie mit allen Möglichkeiten, die sie jetzt auch braucht, diese Offensive fortzusetzen vermag. Denn es geht einerseits darum, dass sie sich verteidigen kann. Es geht aber auch darum, dass von Russland besetztes, erobertes Territorium wieder befreit werden kann. Da sprechen Sie jetzt genau eine große Diskussion wieder an, die Unterstützungen für die Ukraine. Welche braucht es jetzt? Zelensky fordert weiterhin schwere Waffen, um eben die Russen weiter zurückdrängen zu können. Aber in Deutschland hat man das Gefühl, man hat ein Déjà-vu. Es geht wieder los, die Diskussion. Was schicken wir tatsächlich? Was können wir? Was ist eine zu schwere Waffe? Und vor allem die SPD steht da gerade etwas alleine, auch in der eigenen Koalition da. FDP und Grüne haben konkrete Forderungen. Warum sträubt sich die SPD? Warum sträubt sich Bundeskanzler Olaf Scholz? Mich stimmt traurig, dass angesichts dieser Diskussion der Eindruck entsteht, wir hätten bislang nur Kinderspielzeug in die Ukraine geliefert. Ich will mal daran erinnern, dass die Panzerhaubitze eine größere Reichweite hat als beispielsweise jetzt der geforderte Leopard. Also wir haben schon schwere Waffen geliefert und das aus großer Überzeugung, zugegebenermaßen nach langen, intensiven und auch kontroversen Diskussionen. Und es ist auch schwierig für mich, auch meinen Wählerinnen und Wählern immer wieder zu erklären, dass Waffen Frieden schaffen. Denn nur dann, wenn die Ukraine stark bleibt und überlebt und übersteht, dann gibt es eine Möglichkeit für eine Verhandlungslösung und dann wird auch Putin wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren. Nur wenn die Ukraine stark bleibt. Und jetzt respektiere ich natürlich auch das Prinzip des Bundeskanzlers und der Bundesregierung, keinen Alleingang. Wir haben jetzt von den USA gehört, so verstehe ich sie zumindest, dass sie überhaupt nichts dagegen haben, wenn wir auch weitreichendere Lieferungen vornehmen. Und was wir jetzt brauchen, ist eine europäische Initiative. Wir reden immer über europäische Souveränität. Die Europäer wollen eine stärkere Führungsrolle übernehmen. Deutschland will das im Übrigen auch. Und wenn wir jetzt als Team Europa auch weitere Waffen liefern, auch die von der Ukraine eingeforderten, dann ist das überhaupt kein Widerspruch zu dem, was der Bundeskanzler immer wieder bekundet. Aber warum kommt dann dieser Druck gerade von den Grünen? Das ist eine Pazifistenpartei, die sind groß geworden mit gegen den Krieg, mit ihren ganzen Parolen und alles. Und jetzt werden die Forderungen immer lauter. Wir müssen den Leo 2, den Exportschlager der deutschen Rüstungsindustrie, und den, wir müssen auch den Marder liefern, da stehen ja 100 bereit. Also das ist doch auch in der Koalition. Warum? Da kann doch keine Ruhe eintreten. Es ist ein ganz schwieriges Thema. Es geht um Krieg und Frieden und wir alle ringen darum. Es wird in meiner Partei diskutiert, es wird auch andernorts diskutiert. Und auch die SPD ist natürlich eine Partei, die einen weiten Weg zurücklegen musste, weil auch ich bin groß geworden mit dem Satz, Frieden schaffen mit immer weniger Waffen. Das war meine Hoffnung. Aber wenn wir eben so einen Diktator vorfinden, der zu allen Mitteln greift, eben auch zu einem furchtbaren Krieg, dann müssen wir uns als Demokratien, als offene Gesellschaften, als liberale Gesellschaften eben entsprechend verteidigen. Und das im Team Europa, in enger Abstimmung mit den USA. Ohne die USA wären sowohl wir aufgeschmissen als auch die Ukraine. Die hat ja schon sehr, sehr viel geliefert. Aber jetzt der nächste Schritt könnte durchaus eine europäische Initiative sein. Und das bettet sich ja auch ein in das Angebot auch der Bundesregierung, auch der Bundesverteidigungsministerin, jetzt mehr Führung zu übernehmen. Nur wir müssen jetzt schnell entscheiden, damit wir auch Klarheit schaffen können.
Mehr Unterstützung, mehr Waffen auf eine europäische Lösung drängen Sie jetzt. Also vielen Dank, Herr Roth, für Ihre Zeit und vor allem für diese klaren Worte. Dankeschön. Danke, Herr Roth, für das Gespräch.